Halli, hallö, hallöchen, hä? Und herzlich willkommen zurück zu How to Survive 2, meine lieben Freunde. Und es macht so verdammt viel Spaß. Und mein Spielpartner ist natürlich der Revano. Ja, hallo, dam, 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 genau. Dam, dam. Guck mal, Lichter-Effekt. Special-Effekt. Ja, Effekt. Aber man muss ja dazu sagen, das Projekt ist ein exklusiv Gamerstack LP Projekt. Ne? Also das seht ihr nur hier mit Revano. Und falls ihr von drüben sozusagen dann das bei Revano jetzt, weil ihr ja immer gewöhnt seid, dass jedes Ding mit uns zusammen ist, also das auf beiden Kanälen kommt. Nein, wir haben in Zukunft das ein bisschen anders vorzugestalten. Und ja, das läuft bei mir und bei Revano wird dann mal gucken, was das nächste Projekt dann ist, was wir zusammen machen. Genau, wenn ihr, dann habt ihr wenigstens meine Stimme noch hier im Let's Play, so muss das sein. Und so. Aber ich mache zwischendurch, also wenn wir immer mal so 10 Parts raushauen, werde ich mal so ein bisschen durchgucken, ein paar coole Szenen rausschneiden. Dann mache ich auf meinem Kanal so ein kleines Outtake-Video, so ein paar lustige Szenen und sowas, die schneide ich dann mal rein, so als Special, dass ihr dann, wenn ihr das seht, gleich wisst, was eigentlich so ein bisschen was passiert ist in den ganzen Parts. Und das werde ich zwischendurch immer mal wieder raushauen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine lustige und coole Aktion. Richtig. Und so wird es dann halt auch andersrum sein. Kann man da jetzt schon mehr bauen? Küche, Zubehör, Gießerei? Ja, jetzt komm mal mit hier. Komm mal, ich zeig dir mal, wo ich die Wand hin haben will. Genau. Komm. Also, ich würde sagen, weil wir hier so einen kleinen Spalt haben, dass wir von hier anfangen, dann haben wir hier die Fläche. Wenn du die Karte nämlich anmachst, siehst du nämlich, dass wir hier so eine Spalte haben. Und dann kann von dieser vorderen Front, dann lassen wir einen kleinen Weg, wo wir raus können. Und sonst machen wir hier dicht. Dann haben wir hier schon mal Ruhe. Und dann können wir nämlich uns hier unten komplett aufbauen. Aber hier oben ist der Haupteingang. Da müssen wir auf jeden Fall mit Verteidigungsanlagen hinstellen. Ich hätte gerne einen MG mit 2000 Schuss hier. Also, hinsetzen. Automatisch. Okay. Achso, jetzt habe ich falsch Knopf gedrückt, deswegen. Hm. Ich habe bloß 8 niedrige Holzbarrikaden, von daher. Mhm. Nur 8. Also da kann jeder Osterhase drüber hüpfen oder was? Naja. Hm. Ja, dann lass uns irgendwas machen, dass wir hohe bauen können. Jetzt haben wir aber die einmal gebaut, ne? Ja, dann setz dich hin. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass unsere Kiste. Soll ich lieber unsere Kiste ab einbauen? Ja, aber da kommen wir auch nicht mehr dran, weißt du? Ja, aber die mach mal da oben so eine lange Wand hin, weil die kommen eh, dann rennen die eh dagegen. Ich bin mir da ganz sicher. Du siehst ja, wie die Kadaverkörperteile hier rumliegen. Das war ich übrigens, die habe ich mal vorhin. Die kann man aber auch, glaube ich, übereinander stellen, wie ich gerade sehe. Oh, ich kann da drüber springen, ja, das passt, das ist absolut gut. Ich glaube, die Zombies fallen. Geh da mal weg, das kann ich nicht bauen, Junge. Yo, ich wollte nur mal gucken. Du weißt doch, Sport ist Mord. Ich muss mich hier fit halten. Guck, ich muss mich ja fit halten hier. Sehen? Und drüber. Boah, meiner ist richtig Sportskanone. Ja, liebe Leute, das sind der Zaun hier. Wir haben ja eine Welt voller brutaler, gehirnloser Zombies. Und was baut er? Kleine Zäune, wo die Pferde drüber springen. Unglaublich. Tja. Ja, gut. Und soll ich denn hier noch. Ich weiß nicht, die kommen ja auch aus dem Wald, oder? Kannst du einen Mast hinsetzen, weil der könntest du nämlich dann in die Ecke hier setzen. Ich weiß ja gar nicht, wozu der Mast da ist, weißt du? Ja, da steht doch da immer ein ganz klein. Pass auf, ich erkläre das. Der Holzmast ist zum Abdichten der kleinen Lücken, die diese verdammten Infizierten. Ach so. Mhm, da gibt es für jedes Gebäude gibt's hier eine spezielle kleine Kurzbeschreibung, damit auch du das verstehst. So lustig, wa? Der war gut, ne? Also hier so. Ja. Hast du schon gebaut? Ich sehe den gar nicht. Hier. Ach da! Alter, ist das ein geiles Ding. Toll. Der ist ja 10 Meter groß. Und guck dir mal die kleine Holzpalisade an. Kann ich jetzt auch nichts machen. Mega geil. Ja, das passt. In die andere Ecke auch, ne? Hier, guck mal. Hier ich ist hab ein nur einen Mast bauen können. Da kannst du durchlatschen hier. Der muss ich kann hin. Aber nur einen Mast bauen. Okay, was brauchst du noch für einen? Ich habe auch noch Ressourcen. Soll ich die, warum tust du die nicht rein? Oh, ja, die wollte ich doch jetzt so gerade rein tun. Ich konnte ja nicht, weil ich musste dir jetzt zeigen, was du bauen sollst. Ist wirklich so nervig, dass er nicht mitspielt hier. Das ist. Oh. Ich spiel mit. Ich hab dir doch gesagt, wo du was bauen sollst. So, Holzbrett. Ja, ich tue gucken. Jede Runde tue ich hier rein und er nervt dann immer schon, es muss weitergehen. Eine Bleifigur. Pflastersteine habe ich 2.
Ja, die roten kann man eh noch nicht benutzen. Bleistücke nehme ich auch mal mit rein. Nee, nicht du. Aluminiumdosen. Ja, in das Inventar. Na, Holz, ja. Stoff, alles hin, Junge. Mach ich doch. Leere Flasche. Da kommen die Holzstücke. ...49 Stoffstücke. Alles drin. Okay, das war's. Den Rest behalte ich. Ölflasche brauche ich auch nicht. Was behältst du da? Ja, Essen. Schokoriegel und sowas. So, nee, weil ich habe nämlich auch Waffen rein, die ich nochmal brauche, weißt du? Ja. Wie zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie... Ich komme aber hier gar nicht auf meinen... Ach ja. Weil ich habe hier zum Beispiel zwei Macheten, brauche ich eine gar nicht. So ein Quatsch. Rüber damit. Dann habe ich hier. Ach, die Stöcke, die kannst du nur als Waffe benutzen. Okay, dann kommen die wieder rüber. Und der verbesserte Baseballschläger kommt auch rüber. So. Ach so, wie sieht es aus mit dir mit Essen und Trinken? Soll ich dir was in die Kiste tun? Weil ich habe Ich habe noch. Okay. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier basteln können. Noch? Handwerk. Wir können jetzt natürlich noch. Da ist noch ein Mast. In the Mast. So, gut. Dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir nämlich jetzt gleich mal reingehen und nochmal eine schöne Mission machen. Ich will nämlich töten. Wir können aber auch mal die Welt ein bisschen erkunden, dass wir zumindest wissen, was uns hier erwartet. Das ist auch eine gute Idee, oder? Ich will es noch nicht erkunden, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen hier im Umkreis, dass wir überhaupt wissen, was hier abgeht. Weil nicht, dass da auf einmal da oben Obelix steht und dann sitzen wir hier und werden mal gefressen. Wir fressen. Wolltest du jetzt noch einen Mast bauen? Hab ich doch schon. Perfekt. Geil, für die Ecke. Kannst du mit dem langlaufen? Ja, du musst dann noch einen Mast in die Ecke reinsetzen. Das weiß ich doch nicht. Ja, macht ja nichts. Da, zwischen dem Baum und dem Mast kannst du hier, genau da, wo ich stehe, kannst du noch einen hinsetzen. Ich glaube, ich kann sogar noch einen bauen. Haust du direkt hin, dann kann von dieser Seite die Zombies, naja gut, die kommen ja auch drüber, also die hüpfen da, die hüpfen nicht so elegant wie ich darüber, sondern die fallen eher darüber. Aber das ist absolut okay. Cool, ich kann es höher bauen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir dann immer noch drum rumlaufen können. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig setze oder falsch oder... So. Ja, nee, jetzt ist dicht. Was machst du? Ich würde sagen, wir killen jetzt. Kannst du jetzt eigentlich auch reingehen ins Inventar und dir die zwei Holzbarrikaden rausnehmen? Kannst du das machen? Oder kann die nur da abbauen? Zwei niedrige Holzbarrikaden, 2.0 steht da. Genau. Ja, so, jetzt muss ich leider nochmal, oder soll ich das bei mir im Inventar lassen? Nö, das mach, was du magst. Also alles, was wir zusammen im Camp reinklatschen und bauen, können wir beide benutzen. Das finde ich sehr gut gelöst. Das finde ich sehr schön gemacht. Gefällt mir. Es wird halt sehr vieles Inventar hin und her gedingt sein. Das ist halt das Doofe, ne? Naja, aber vielleicht ändern die das ja nochmal. Ansonsten, Joa. Bin jetzt auch Level 5 und kann jede Menge Sachen upgraden, aber ich habe keine Erfahrung dafür. Stimmt. Ja. Zum Beispiel verhungern und sowas. Also müssen wir jetzt eine Mission machen, damit ich wieder Erfahrung kriege. Aber ja, wo machen? Na gut, da gehe ich jetzt mal ins Inventar. Können wir ja eine kleine Mission zappeln, können wir ja. Ich mach ein bisschen Licht. Bom, 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 bom. War cool irgendwie, wie das sich hier so dreht. Aber es ist schade, dass es hier keine Materialien einfach mal gibt. Es gibt nur Waffen, Panzerung und Hilfe und Tränke. Hilfsmittel und Tränke, Heiltränke. Kein Plunder oder so, ne? Ja, das ist scheiße. Ich muss das jedes Mal aus der Riesenliste rausziehen. Leute, schreibe ich die nachher an und sage, Leute, wir brauchen Plunder und Materialien oder Baustoffe oder Ressourcen. Es gibt so einige Sachen, die man echt verbessern könnte, ne? Aber ne, das ist halt normal. Könnte man ja mal vorschlagen. Ich denke mal, da freuen die sich über Tipps, Tricks.
und sowas. Tja. Bist du jetzt soweit? So, ich bin Fürst. Soweit. Fürst der Vernichtung. Ich hätte nämlich ganz gerne, ja. Würde ich nämlich ganz gerne mit dir mal da lang schlappern und die wegklatschen. Wir müssen runter, perfekt. Ne? Oder du hast das Zeug gefunden und ohne allzu viel. Was? Ach, jetzt müsste ich nochmal den die Ölflasche runtergeben. Naja, ist egal. Jetzt können wir in den Bunker gehen wieder. Wenn du jetzt ja nochmal die Mission gemacht hast, könnte ich jetzt nochmal dem die Ölflasche geben. Habe ich denn gesagt, dass ich dem nochmal die Ölflasche geben kann, weil du jetzt nochmal die Mission gemacht hast? Rivano, bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich habe gerade was geguckt hier, ob ich da auch noch was sprechen kann, aber es ist eigentlich immer dasselbe, wird angezeigt. Okay. Dann komme ich mal mit runter, ne? Mhm. Der Onkel, wir haben noch zwei Missionen. Ach, wir können jetzt die Funksprecher-Mission machen, ja? Wenn du Bock hast. Mhm. Weil die ist jetzt frei mit Level 5. Die können wir eigentlich schon mal machen. Sollen wir nicht erst Kovac zu Ende machen? Naja, ich glaube, das ist ja nur eine Nebenmission. Und Kovac ist ja eine Hauptmission. Da kommen ja immer wieder welche. Würde mich schon interessieren, ob wir durch den Funk vielleicht noch neue Mitglieder finden. Okay, gibt's das sagen? Eigentlich? Weiß ich nicht. Was wir da irgendwie. Wo bist du? Na, lies ja, mal, klar, vor, lies mal vor. Hm? Das Schöne, das Geile ist ja, jetzt haben wir dieses Camp und jetzt könnten normalerweise von anderen, andere, was weiß ich, die das Spiel hier zocken, könnten bei uns mit dem Camp und könnten das nebenbei noch mit aufbauen. Cool. Nee, und dann können, wenn wir dann reinkommen, steht dann halt ein schönes Haus drin oder so. Weißt du, was ich meine? Was? Okay, dann würde ich sagen, spreche ich hier mal an und da kann ja, Rivano kann ja auch ansprechen und dann kann er diesmal vorlesen. Achso, dann musst du aber als erstes ansprechen, ne? So. Das kannst du nicht ansprechen, den Funkgerät? Pünktchen, Pünktchen kommt da bei genau. mir. Genau. Und noch weiter? Und das, achso. Fressen, nee. Fressen oder gefressen werden, Funkstation. Benötigt die Stufe 5, hab ich nicht. Hast du das? Ach, du hast keine Stufe 5? Wie? Also ich habe bei mir Fressen oder gefressen welche. Ich hab meine Stufe des Charakters ist bei mir Stufe 4, also ich kann das noch nicht annehmen. Achso, ja, ich habe Fressen oder gefressen werden. Ja, hast du keine Punkte mehr? Nein, hast du denn schon Stufe 5 mit deinem Charakter? Ja. Ich hab Stufe 5. Na, weil du nicht reingesteckt hast in diese ins Camp dann vorher. Mhm. Naja, ist egal. Komm, wir machen nochmal Kovac ansprechen und los geht's. Fantastisch, das Holz ist ein bisschen morsch, aber... Hä, das hab ich schon. Ist noch was anderes? Wir müssen noch die Belohnung geben für die Kiste, ne? Das wäre mein Vorschlag. Geheimnisvoller Gast. So, würde ich mal sagen. Spreche ich mal an. Während deiner Abwesenheit habe ich ein Funksignal aufgefangen, das seinen Ursprung in einem der Häuser des infizierten Teils der Stadt hat. Das Ganze hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten, vermutlich nur ein dummes Walkie-Talkie, aber genauso gut könnte es ein Überlebender sein, dem man helfen und den man rekrutieren kann. Also geht es doch. Du bist doch bereit, mal nachzusehen, was da los ist. Das dürfte nicht allzu schwierig sein, jedenfalls nicht für jemanden, der gut ausgerüstet ist. Ich werde hier warten und versuchen, das Signal wieder zu orten. Geh in die Stadt, triff dich mit der von Kovac ausfindig gemachten Person, wahrscheinlich ein Überlebender, der Probleme hat. Oder vielleicht auch nicht. Sei auf der Hut. Auf der Hut. Oh. Alles klar. Ich bin auf Wir der haben Hut. Jetzt eine Queststufe 4. Minimum. Alter, mach mal 5. Oh, jetzt kann ich sogar hoch bis 8, bis 9 gehen. Alter. Okay, wir machen 6. So. Ja, 6 ist gut. Die okay. Nummer 6, ich komm mal mit rein, ne? Ja. Boah, das Spiel ist echt Hammer, ey. Also das, da wäre ich so... Naja, ich weiß gar nicht, ob das geht. Wenn ich... Geht, wird das gehen? Ne. Bei dir Livestream damit? Geht das? Ne, nur Playstation, ne? Aber das ist ja... Da kann man ja zig Stunden zocken. Das macht ja so Spaß. Kann ich das Livestream? Ja, zusammen meine ich, wenn ich bei dir wäre. Wie willst du das machen? Willst du dann auf deinem Laptop zocken oder was? Ja, ja, wieso? Ist doch. Ich hab doch Ultra-Grafik eingestellt. Ja, kann man schon machen. Weil das wäre echt so eine Sache hier. Da könnte ich mich mal ganz locker 4 bis 6 Stunden dran setzen oder länger. Also ich habe mal damals Diablo habe ich mal 12 Stunden am Stück gezockt. Und danach habe ich gedacht, okay, dann fangen wir mal an zu zocken. Aber so ist das mit Diablo, ne? Aber okay, das ist jetzt wieder dieselbe Map eigentlich, ne? Wie nee. die andere, wo wir waren. Oder nee. Ist die ein bisschen anders? Oh ja. Yeah. Gerade so aus. Ne, ist ein bisschen anders. Alter!
Ich bin da, alles gut. Oh, der ist aber schnell. Geht? Mhm. Wir müssen ein bisschen taktisch vorgehen jetzt. Wir müssen nämlich gucken. Wir bleiben zusammen. Egal was passiert, wir bleiben zusammen. Also ich, auch wenn man da, wir müssen halt gucken, dass wir uns vielleicht nicht den, dass wir uns vielleicht nicht gleich den gleichen abballern, aber wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Weil liebe Freunde, ihr habt es ja, alle ich würde mal gerne reingehen, du gehst immer weiter. Ich warte ja, da war ein Zombie, da war ein Zombie. Geh weg. Ja, ich, aua, jetzt hast du mich abgeballert. Ja, ich kann doch durch so einen scheiß Schlitz durchschießen in der Tür. Ja. Jo, das Haus klären wir erstmal zusammen. Ja. Und wo steht jetzt da hinten? Ja, jetzt. Alter, der hält viel aus. Ja, ist ein bisschen. Okay, schönes Ding. Gecleant? Ah, ja. Alter, klick, 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 zur Not denke ich mal, dass wir auf jeden Fall auch. Wo lässt du die Hälfte hier liegen? Nee, ich wollte ja einsammeln, nur du warst ja schneller. Was? Jetzt kommst du aber da hinten. Oh, pass auf, da ist ein dicker Explo, ein Explo. Boah, ist gerade voll rangezoomt hier. Oh, echt? Geh weg. Ja, ja. Das ist hier nix. Kann nicht schießen, weil du im Weg bist. Gibt es später eigentlich sowas wie Granaten? Ich bin weg. Ja. Geh mal durch die Tür. Oh nein, er hat mich zerfetzt, aber macht nichts. Was machst denn du? Mal so eine blöde Frage. Ich wollte raus, aber die Tür ging nicht auf. Du kannst durchs Fenster springen, du Nase. Ich wollte die Tür aufmachen hier. Das war ja jetzt mal wieder übelst geil. Also ist ja eigentlich scheißegal, wer hier den Loot sammelt, den kann man sowieso zusammen benutzen. Ja, und Essen aufteilen tut man ja sowieso miteinander. Ja, also eigentlich im Endeffekt ist es eigentlich absolut wurscht. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Jetzt muss ich mal gerade kurz was trinken. Einen leichten Verband ziehe ich mir kurz rein. Und dann wollte ich noch was. Eine Wasserflasche, einen Schluck trinken. Okay, ich bin wieder versorgt. So eine Dose Erbsen ist auch nicht gerade das, worauf ich hätte. Das hätte ich jetzt Bock. Echt? Erbsen ist doch geil. Aber nicht einfach so. Lieber ein Rumpsteak. Ein Rumpi, das schmeckt richtig lecker. Ja, weil der Gedankengang irgendwie dumm ist. Fleisch, was? Fleisch, es geht immer. Nee, ja, du bist ja im Survival, du bist ja überlebt, du hast die Zombie am Ja, sicher, da ist da alles, du sagst, ey. Du sagst, ey, ich will Rumpsteak. Ich esse Zirkinebrot, ich will Rumpsteak. Also, da müsst ihr mir jetzt schon was aufzuschnüren. Sonst überlebe ich hier mal nicht weiter, meine Freunde. Das kannst du mal vergessen. Oh Gott, ey, da musst du. Oh Gott, nee, hör auf, ey. Wow. Oh, du bist gejagt. Warte, ich helfe dir. Oh Mann. Ja, ich hab den einen, hab ich. Okay, Achtung. Das sah jetzt bestimmt cool aus, wie ich da auf die Straße lang gerannt bin. Mega geil, ey. Auf welche Taste tritt man denn? Das wird mich auch interessieren. Mit Viereck. Achso, ich hab's mit Viereck. Mhm, mit Viereck. Okay. Ich werde kurz auf meiner Tastatur die Viereck-Taste wieder suchen. Mhm, ich sag bloß Dreieck. Ja. Ja, das sag ich ja, deswegen. Das war auch so cool. Dreieck, Mann, Dreieck. Wo denn? herrlich. Aber so ist das manchmal, ne? Da denkt man nicht dran und sagt alles. Versucht zu helfen und dann kommt sowas bei rum. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da unten ist noch was. Guck mal mit. Hier. Was ist eigentlich unsere Mission? Ich habe das schon wieder vergessen. Sprechen mit geheimnisvollen Gast. So. Ey, du hast einen Zombie übersehen. Hm. Das ist so geil, dass wir die Pfeile wieder rausziehen können. Das erinnert mich wirklich sehr an Walking Dead. Schön alles aufheben, sparsam sein. Ja, ich helfe dir mal. Gut. Keine Lust nämlich, dass du dann stirbst. Okay, gehen wir hoch. Links, da oben ist noch ein Gebäude. Im Erzi, sprechen Sie mit geheimnisvoller Gast. Aha. Dem Haus hier waren wir schon. Ja, komm, wir lassen uns mal hier unten weiterbleiben. Das ist ja. Was wir hier unten alles wegluden. Alles klar. Uiuiuiui. Oh yes, da sind wieder welche. Das finde ich voll geil, dass die immer so umfallen, wenn du die abballerst. So richtig weit fliegen die. Oh, da ist ein Dicker.
ein dicker Mann ist hier. Ach, dann geh weg. Hm. Lebst du noch? Ja. Wird Zeit, dass wir auf jeden Fall den Zubehör dann hinterher bauen. Ja, weil ich brauche auf jeden Fall dann die Rüstung, die man bauen kann. Panzerung und so, die sind ganz wichtig für uns. Die werden wir uns dann... Achtung, da ist noch ein Dicker. Die werden wir uns dann gönnen, ne? Oh, 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 mein Lebensenergie, übel. Besser der. Ja, meine Lebensenergie ist auch total scheiße. Sechs Zombies, ey. Manchmal baller ich auch Spaß. Aber Zombie-Survival-Game ohne Zombies wäre auch blöd. Ja, es gibt halt immer dünne, dicke. Ich denke mal, da kommen später bestimmt noch andere, ne? Stinker, welche die kotzen, welche die nur rennen. Stimmt alles dabei. Aber jetzt, beim zweiten Teil gab es ja noch Tiere, also Rehe und so. Ach du Scheiße, Zombie-Rehe. Krokodile. Zombie-Krokodile, oh. Ich finde das schon ganz cool so eigentlich. Ob wir die wegfliegen. Aber es ist einfach so, dass der Bogen am meisten Spaß und Schaden macht, liebe Freunde. Weil ja, ich habe auch im How to Survive 1 immer mit dem Bogen gespielt. Also da war Odin immer Nahkampf. Oh, fuck. Komm mal, Hilfe bitte. Ja, auch. Wo bist du? Ach, da. Du musst mir Kälte öffnen. Ja, habe ich doch schon längst gesehen gehabt. Ich wollte nur gucken, Gott. Da bist du ja. Ich muss nochmal eben schnell zurück. Ey, das sind meine Pfeile. Traurig. Die habe ich angespuckt mit Säure. So, du bist so ein Giernacken, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Man kann die nee, doch aufteilen. Wie oft ich weiß, nimm doch ruhig. War doch ein Witz, weil ich habe die Sammlung eh wieder. Wie war das mit dem Konkurrenzdenken? Wie war das mit dem Konkurrenzdenken? Was für ein Konkurrenzdenken? Ja, meine Pfeile sind schöner als deine. Nee, Quatsch. Ey, eine Limo-Dose, cool. Ich hab was zu saufen gefunden. Ja, fuck. Boah, Limo-Dosen und alte Pizzaschachteln, geil. Nicht rennen, Digga. Renn doch gar nicht. Und Nagelschalen habe ich gerade gefunden, okay? Und im Garten. Pflasterstein. Oh, ich habe was Neues. Ich habe ein Brecheisen, mein Freund. Whoa, fuck. Hast du gehört? Das ist wundervoll. Du weißt ja, was man mit einem Brecheisen machen kann. Brechen? Schaden verursachen. Mächtig Schaden. Boah. Endlich. Was ist? Das kann so ein Explosionszombie in der Wehr. Ich bin gerade in einem echt fettem Haus drin. Sehr ja, cool. Ah, da ist das Ziel. Ich hab den Typen gefunden. Ja, warte bitte. Dann kommst aber du aus dem Haus raus und wir suchen erstmal die andere Welt ab. Es gibt ein Problem bei dem Typen. Denn es ist nur ein Funkgerät. Schön, dass du das jetzt schön spoilerst, wenn ich es nicht sehe. Weil siehst du doch gleich. Trotzdem ist es. Ach, hier ist die Tür. Warte, ich muss anders außen rumlatschen. Kacke, ich komme nicht rein ins Haus. Oh, lass mich raus. Keine Ahnung, ich habe nur ein Ausrufezeichen gesehen, so ein gelbes. Und dann war so am Rauschen. Ich denke mal, dass es so ein Ding ist. Bist du jetzt schon reingegangen? Ja. Ist das hier drin oder was? Das da ist es, ja. Da. Nein, da muss man nicht ansprechen. Warte doch mal. So. Hier, ja, ist genauso wie die einen Symbole. So, ich tu mal. Ja, komm mal. Hallo, ist hier ist der Governor von Kovac City. Hört mich der jemand? Arnie. Hallo? Ja, Arnie. Oh, du bist es. Interessant. Bist du schon lange da? Ach ja, hast du vielleicht unsere neuen Rekruten gefunden? Nein? Da unten ist niemand? Merkwürdig. Ich hätte schwören können. Egal. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich warte auf dich im Camp. Mhm. Nein, noch nicht raus. Mhm. Hello, this is the governor of Nuke. Machst du kannst einfach noch machen? Hm? Okay. Nein, wir gehen noch nicht raus. Ich glaube, ich wusste, in welchem fetten Haus du warst. Daneben, genau auf der anderen Seite. Aber ist alles schon durchsucht. Okay, wie sieht's aus? Haben wir geschafft? Alles klar? Ja, ich würde sagen, wir klappern das ganze Gebäude hier nur ab, ne? Brauchst nicht zu fragen, wir looten erstmal noch zu Ende, ja. Genau, ja, meine ich ja, dass wir alles mitnehmen. Ziemlich fettes Gelände hier. Ich denke, du wolltest ein Gebäude abklappern, verstehe ich nicht. Ja, hier, den Rest hier halt.
Das ist doch kein Gebäude, du Pappnase. Alter. Ja, vielleicht kommt ja noch eins. Ja, aber das ist ein Level. Das ist eine Stadt. Das ist kein... Ja, meine ich doch Level. Habe ich jetzt gesagt, Gebäude abklappern. Ja. Ah, ich dachte, du bist das, weißt du? Da rennt einer so, ich denke, du kommst da angerannt, oh, ich denke, alles klar. Und ich denke, warum rennt der mir denn so doof hinterher? Merkt ihr was? Merkt ihr was, liebe Zuschauer? Trivano denkt und denkt und denkt und denkt. Es wird einfach nichts draus. Ja. Wenn er sagt, komm ja schon. Meiner geht schon wieder voll ab hier, ich bin voll der Killer. Mir steht eine Gitarre in der Ecke. Ich hab für die Pflastersteine gesammelt. Dann können wir nachher auf jeden Fall ordentlich drei Küchen bauen. Weil eine reicht nicht. Ich hab immer Hunger. Ah, du bist einfach über den Balkon gejumpt, oder? Mhm. Yeah, voll cool. Nee, das hab ich nicht gemacht. So. Das hat meine irgendwie nicht gemacht. Bin ich mal hier rüber und dann kann ich da gleich alles wieder looten hier, weißt du? Mhm. Oh, ich habe einen Aluminiumdosenbehälter gefunden. Aha. Was? Eine Aluminiumdose habe ich gefunden. Wunderschön. Wenn es mal wieder länger dauert. Aluminiumdose. Wenn du keine Aluminiumdose, aber du nichts zu verpacken hast, wirst du wieder zu der Diva. Ja. Wird sie wieder die Diva. Ist aber scheiße, wenn man einen Witz machen will, dann verspricht sich dabei. Das kotzt mich dann an. Das ist, das ist doof. Das ist beschissen. Das ist genauso, du bist raus. Das ist genauso, wenn ich irgendwelche Scheiße im WhatsApp schreibe und verquatter mich dabei. Alter, oder? Der kommt. Ja, ich weiß. Das ist, manchmal habe ich das auch. Aber ist normal. Das ist auch, weil wir ihn immer noch im Nacken haben. Hier rennen komische Zombies rum. Und da müssen wir mal aufpassen. Deswegen sind WhatsApp die Nachrichten falsch, weißt du? Hast du nicht Zombies bei dir im WhatsApp? Ja, Alter, ich bin tot, hilf mir. Ich hab einen, der heißt Revano. Revanos, Zombilos, komm, hauen jetzt weg. Guck mal, ey, mit zwei Händen klatscht der auf mich. Was ist denn mit dem kaputt, ja? Wie soll er ansonsten? Drei? Was ist denn mit dem, ey? Ja, der, nee, aber, ne? Der Gehirntote. Oh, Geldstücke kriegt man hier. Ich bin nicht am Boden. Hilfe? Bist du am Boden? Hilfe? Komm. Na toll. Toll. Ja, was ich lustig finde, ist immer, dass du da hockst und ein Zombie über dir, wenn ich mal sterbe, dann haben wir gleich drei neben mir. Ja. Also wer ist das? Liegt daran, das liegt daran, das liegt daran, weil ich die alle töte, die anderen, aber nee, einer davon da, kommt durch. Da wird der Kadaver rumliegen, mein Freund. Ja, klar. Und die lösen sich auf nach der Zeit. Ah. Ah ja, jetzt. Hast du so viel vorbeigeschossen? Meistens rette ich dich immer. Nö, ich treffe eigentlich immer. Ich habe ja noch. Ich tritt. Aber die macht, das macht keinen Spaß. Du liegst aber das ist schon sehr oft auf dem Boden, wenn du immer triffst. Naja, ich habe halt keine Energie, aber ich habe keine Lust, meine Verbände zu Und warum hast du keine Energie? Weil du gepikst werde. Gepikst werde. Doch, aber es gibt keine Videobeweise. Komm, wir müssen hier hinten lang. So, jetzt hau ich den weg. Bam, Junge, direkt in the face. Nö, ist eine schöne Gegend hier, gefällt mir, hat was. Da oben kommt ein Hässlern runter. Was haben wir denn noch so da und da hinten? Yes. Ein bisschen Pen hier. Muss ich aber trotzdem meine Heilpflanze fressen, meine lieben Freunde. Ach, scheiße, ich verdrück mich immer manchmal. Weil was denn du? Ja, weil ich immer, dann trete ich den. Und jo, dann, immer oder schon. Manchmal? Manchmal. Aber manchmal immer. Also immer manchmal. So, jetzt muss ich mal gucken. Das hab ich. Heiße. Da hinten steht auch noch so ein Hässlern. Also diese dunklen, ne, die so ein bisschen brennen, die rennen immer. Also die kann man schon unterscheiden, die Zombies. Wer brennt denn? Die haben mal gebrannt. Ah ne, Quatsch. Da rennt auch mal einer, der ist nicht gebrannt. Da bin ich etwas erschrocken. Aber nur etwas. Guck mal, da ist eine Mauer, die ist nicht durchsichtig. Schweinerei. Schiffe.
Schweinerei, Schweinerei. Alter. Halt die Klappe, du doofes Stück Zombie. Ich hau die weg. Ja, hau die weg, doch. Ich mach die kaputt. Aber ist ja gar kein Problem. Hä? Ich habe hier auf jeden Fall eine Spawnstelle von Zombies gefunden. Okay. Oh, ich bin tot. Schnell, Hilfe. Ja, ich komm. Ich war gerade am Festing. Was? Alter, da ist ein Zombie, ein unsichtbares. Schnell weg. Komm, geh. Oh Gott. Ein unsichtbares Zombie, ey. Sowas habe ich noch nicht erlebt, ey. Komm, wie lange hast du noch? Nicht mehr lang. Scheiße, Onkel, ich habe ein Problem. 3 Zombies. Nein, die haben mich umgehauen. Scheiße, was passiert denn jetzt, wenn wir beide tot sind? Nein. Warte, kommen wir noch raus? Wir haben das abgeschlossen. Nein, Schweine. Ich bin minus 10%. Na. Doch, wir können zurück zum Camp, oder? Nein, geht nicht. Also, ach, Mann. Du startest doch einfach wieder ganz normal von vorne. Da war jetzt noch so ein Aufriss. Ach so, ist also die Mission ist schon, haben wir schon erledigt. Ja. Ach so. Ja, dann. Na, dann ist ja gut. Ich habe das ja noch nicht gehabt, dass wir sterben. Okay, dann gehen wir raus. Warum? Hast du schon alles gelootet? Oder, kein anderer war vorhin unsichtbarer. Cool, check mal. Komm. Oh. Guck mal gerade essen und so, wie sieht das aus? Also, das geht ja verbrannt. Zombies sind einfach nur schwarze. Meiner hat keinen Bock mehr, meiner zieht die Waffe nicht. Was ist denn mit dem nicht richtig? Hä? Irgendwas stimmt ja bei mir nicht. Guck mal, meiner rennt ohne Waffe, der hat keinen Bock. Kein Bock. Hä? Und so Dreieck drücken. Ach. Ne, meiner zieht die Waffen nicht. Gibt's da noch irgendwie einen Knopf wegen, ich zieh die Waffe heute mal nicht oder was? Kann sein. Da gibt's aber auch noch die Taste. Hoffentlich hast du die falsche nicht gedrückt und sonst. Du musst normalerweise die Taste drücken, heute zieh ich keine Waffe, morgen erst wieder. Weil dann kannst du morgen wenigstens wieder Waffe ziehen. Jetzt zieht er gar keine mehr. Ja, das stimmt. Ah, jetzt habe ich es, alles klar. Hat sich erledigt, da gab es so eine Spezialtaste. Ja, da hinten war ich schon, da habe ich alles gelootet. Ja, das war's. Wir haben alles durch. Ich habe die Karte auch. Parkplatz hier komplett. Auch? Ja, da war der Unsichtbare. Echt, wo denn? Ja, keine Ahnung, bleib mal stehen. Ach ja, das ist ja unsichtbar. Ich sehe keinen Unsichtbaren. Ja, ist er jetzt weggepackt. Ich sehe keinen Unsichtbaren. Ja, ich weiß schon, verstehe schon. Aber ich hörte, keine Ahnung, hier aber hat er mich geschlagen. Aber er nimmt heute alles ernst. Das ist, Ich komme jetzt. Ich komme nicht mehr raus, ja. Ist vorbei. Ja, Leertaste drücken, aber achso, du hast die ja nicht. Deine Sprungtaste drücken übers Auto. Geht nicht. Ja, siehste. Das ist der Unsichtbare, der ist im Weg. Jetzt drück einfach die Taste zum Beenden. Geil. Ey, wir haben 7900 EP. Voll geil. War auf jeden Fall eine coole Sache, liebe Freunde, diese Mission hier. Weil wir viele Sachen gefunden haben. Die kann ich gleich in den Inventar schmeißen. In was? Ich habe Erfahrung. Ich hab's in die Kiste schmeißen. Ja, meine ich doch. Oh, wir sind bei 33 Minuten, liebe Freunde. Oh. Ja, David. Das ist... Overlänge Part, ja. Meine lieben Freunde. Oh, jetzt sammle ich aber hier nicht nochmal alles ein hier an dem Dings unten drin. Ja, aber trotzdem gehe ich jetzt nochmal hoch zur Kiste und... Hau das alles in die Kiste rein. Weil, ne? Ja. Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Oh, man kann verbessern. Oh, wir haben jetzt einen Hammer. Ui. Stufe 4 vom Sicht. Aber das machen wir alles im nächsten Part, liebe Freunde, weil dann wird es richtig spannend, würde ich sagen. Ich will jetzt meine Sachen noch hier einschmeißen. Ja, verbessern kannst du ja, aber ich sag wegen dem Bauen und so. Obwohl, ich kann ja meine ganzen Sachen eigentlich auch in der Aufnahmepause rausbauen. Das ist ja für euch langweilig, ne? Weiß ich nicht. Na klar. Wenn ich das hier alles reinschmeiß, würde dich das interessieren? Ja, sicher. Was man so alles machen kann, bauen kann. Ich interessiert das. Hä, ich tu doch das, ich tu doch bloß die Inventar. Das kannst du dann in der Aufnahmepause machen. Hier lebt noch alles, oh, da ist noch eine Heilpflanze, nehme ich doch gerne an. Ja, du auch bitte auch dein Inventar lernen, sonst fangen wir ja wieder an. Oh, wir haben nichts mehr. Ja, das habe ich vorhin in der Aufnahmepause schon gesagt, vor diesem Part. Finde ich es echt blöd, dass die das nicht so gemacht haben, dass was in die Kisten ist, als Inventar zählt. Also, dass man sozusagen jetzt das Baumenü aufrufen kann und dann das in dem Inventar eben mit benutzen kann, so wie das bei Fallout 4 zum Beispiel ist.
Das finde ich sehr schade. Sehr schade. So, brauchst du was zu essen? Nee, ich bin versorgt. Ich habe noch Armbandrennen, so, wie heißt die? Die sind da, nee, Kiste. Die kann man doch tragen, das ist doch Rüstung, oder nicht? Quatsch. Nee, das zählt gar nicht als Panzerung. Wofür sind denn diese komischen Armreife? Mit dem kann man dann später was bauen draus. So. Das sind genauso dann, Materialien. Ach so, ja, das ist doof, dass das nicht unterteilt ist. In Ressourcen. Ja gut, schmeiß ich rein, ich habe alles. Ja, ich würde sagen, mach ich mal hier noch. Ja. Sind wir auch Stufe 5, mein lieben Freunde. Stahlfedern. Wenn wir noch hier dabei sind, dann kann man gerne mal noch hier. Och, da haben wir richtig viel Knete. Ja. Ah, das wollte ich nicht. Ich habe einmal zu viel. Okay, ich habe alles drin. Yeah. Scheiße, okay, da wird es ein mega langer Part. Aber na gut, habt ihr was zu gucken? Habt ihr was zu gucken? Yeah, habt ihr was zu gucken? Ja, war ich dran? Weiß ich gar nicht. Ja, du warst dran. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen. Ja. Und vielleicht doch nö. Oder sag ich lieber ja? Ich weiß es auch nicht. Okay, nee. Ja, jetzt bin ich aus dem Inventar gerade raus. Und ja, würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns beim nächsten Part wieder bei How to Survive 2 mit dem lieben Rivano. Rivano. Hallo. Und ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, mal bei Rivano LP auf dem Kanal gucken. Und wenn ihr da was seht, dann seid ihr da richtig. Und zwar könnt ihr dann einfach mal abonnieren. Dann seht ihr noch viele andere Projekte mit uns beiden, sowie auch seine Singleplayer-Projekte. Und wenn ihr natürlich hier gerade das Video guckt, dann könnt ihr natürlich auch mich abonnieren, und zwar Gerlos Check LP. Ja, einfach und? Nur so, weil hier gibt es nämlich auch viele Projekte. Mm. Und ja, Däumchen, ja, ein Träumchen, Kommentar. Du nicht spar. Sauber, echt schön, auf jeden Fall. Okay, dann ciao. Ciao.